Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal waren wir am Pass von Kamzara und haben die Festung dort zerstört, was dann zur Folge hatte, dass die Älteren aus Mekelon endlich der Enklave zur Hilfe eilen konnten. Ja, und das haben wir unserer Königin mitgeteilt, sind halt wieder zurückgekommen. Leider ist unsere Mission jetzt immer noch nicht vorbei. Wir haben ihr zwar geholfen, aber es hat sich herausgestellt, dass Yasindra, die Tochter der Königin, entführt wurde von den Dregatar. Und offensichtlich wurde sie nach Arkmor gebracht, in die Festung von... Oh Gott. Ja, den Namen werden wir gleich auf jeden Fall im Text nochmal hören, im Missionstext. Mordessa war es, glaube ich. Ja, genau, Mordessa. Und ja, wir sind jetzt kurzerhand dahin, um sie zu befreien, denn Yasindra soll in einem Ritual verwendet werden, um Vatar zu beschwören. Und das wollen wir natürlich verhindern, denn Vatar nochmal auf der Welt haben, ja, das wäre nicht so cool. Zur Erinnerung, als Zael gegen Vatar gekämpft hat, ist der Riss um die Enklave entstanden. Also, naja. Auf jeden Fall gehen wir nach Arkmor zur Mission 13 namens Yasindra. 650 Gold gibt es da. Und wir werden den Ritter nehmen. Der ist schon komplett ausgerüstet, also bessere Ausrüstung können wir nicht nehmen. Wir haben die maximale Anzahl an Bolzen, die maximale Anzahl an Heiltränke, die wir nehmen können. Wir haben zwar noch ein bisschen Geld, aber das können wir leider nicht benutzen. Denn wir brauchen auf jeden Fall einen Charakter mit Schild. Und, weil sonst kommen wir am Anfang nicht sehr weit. Das kann ich euch schon mal verraten. Und ich dachte mir, ja, wir nehmen einfach mal den Ritter und vor allem probieren die Feuerklinge mal aus. Ja, die ist nämlich ziemlich, ziemlich gut. So, die Zitadelle. Arkmor ist der hohe Sitz von Mordessa, der finsteren Anführerin der Dregatar. Prinzessin Yasindra, Zelenheims einzige Erbin, soll in einem Ritual zur Beschwörung des großen Dämonenkönigs Vatar geopfert werden. Unsere Mission? Du musst in die Zitadelle von Arkmor eindringen und die hohe Rätin Mordessa davon abhalten, Yasindra zu opfern. Das Ritual darf nicht vollzogen werden. Mordessa muss besiegt werden. Ja, ist doch mal eine schöne Mission. Diesmal müssen wir nicht darauf achten, dass irgendein Charakter am Leben bleibt. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass ein Charakter nicht am Leben bleibt. Ist doch auch mal schön. Ja, und da sind wir auch schon. Da kommen unsere ersten Gegner, die ich jetzt schon mal ein bisschen mit Bolzen aus unserer magischen Armbrust begrüßen werde. Ihr seht schon oben links, ich muss nicht nachladen bei dieser Armbrust, was sehr, sehr cool ist. Aber es ist halt auch die beste Armbrust im Spiel. So. Die werden wir auch im Nahkampf ausschalten. Oder wir... Wow. Wow, ein Schlag 300 Schaden. Das ist nicht schlecht. Komme ich jetzt an die Bolzen dran, ohne runterzufallen? Das ist natürlich... Das sind sogar Pfeile, ne, oder? Nein, da waren Bolzen. Gut. Ja, ich komme dran, ohne runterzufallen, aber ich fürchte, ich komme da nicht mehr hoch. Moment, ich muss mal eben die Mission neu starten. Wir haben ja noch nicht viel gemacht, deswegen ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Die Ladezeit ist ja auch nicht so extrem wie, was weiß ich, beispielsweise bei Lego Insel 2. Also falls ihr da mal die Ladezeiten erleben wollt, dann guckt doch mal bei Mr. Jacksmith ins Let's Play. Er hat das vor langer, langer Zeit schon Let's Played, als er noch aktiv Let's Plays gemacht hat. Und da sind selbst auf einem modernen System die Ladezeiten einfach furchtbar, weil das überhaupt nicht optimiert ist, dieses Spiel. So. Wow, was hast du denn für eine Waffe? Ich dachte, die Assassinen können nur Dolche tragen. Keine Schwerter. Hm, faszinierend. Na gut, und ihr seht schon, das Flammenschwert ist einfach extrem stark. Wir haben hier diesen einen Berserker, der in voller Rüstung ist, für den wir vorher unglaublich lange gebraucht haben, immer weglaufen mussten, haben wir jetzt mal ebenso mit einem Schlag, nein, nicht mit einem Schlag, aber mit drei Schlägen niedergeknüppelt. Also das ist schon beeindruckend. Tja, ist halt auch das beste Schwert im gesamten Spiel. Oder das stärkste zumindest. Wobei ja auch das Beste. Es gibt noch, wir kriegen hier, wobei, nein, ich werde nicht mehr verraten, egal. Tja, aber die Gegend ist interessant hier. Mitten in einem Vulkan ist diese Zitadelle also gelegen. Und ich finde es interessant, dass sowohl die Wolken um diese Zitadelle rotieren, als auch die Lava. Hm, ist bestimmt Magie im Spiel. Naja. Und, ja, an dieser Stelle brauchen wir auch den Schild. Also wir könnten auch einfach durchrennen, aber ich glaube, dann werden wir viel Schaden nehmen. Und das Ärgerliche an dieser Mission ist, die Assassinen sind jetzt so stark, dass, wenn sie einen glücklichen Treffer machen, der unseren Kopf trifft, wir sofort tot sind. Auch wenn wir volle Leben
haben. Das ist halt einfach unglaublich nervig an dieser Mission. Und furchtbar, furchtbar störend, wenn man dann tatsächlich mal stirbt. Ist halt echt nicht schön, aber da lässt sich gerade nichts dran machen. So, ich renne einmal schnell hier hin. Ich weiß, dass da unten noch ein Berserker sitzt, aber wir schalten hier erstmal die Assassinen aus. Oder? Da unten müsste doch noch einer... Hä? Okay, ich dachte, hier wäre noch ein Berserker. Okay, dann halt nicht. Vielleicht ist er auch runtergefallen. Wo ist die Assassinen hin? Na, ich sehe sie. Durch die Wand durch. Ja, wir haben gerade übrigens von der anderen Assassinen magische Bolzen aufgesammelt. Die können wir so eigentlich gar nicht mitnehmen als Ritter, aber wir können sie benutzen. Und die machen halt einfach ein bisschen mehr Schaden. Ihr seht 100 mit einem Schuss. Das ist schon ordentlich. Ups. Und tschüss. Okay, die Leiche ist runtergefallen, aber sie hat Pfeile da gelassen. Ja. Das Problem hier ist, wir können uns zwar auf den Fenstersims stellen, aber wir kommen nicht durch. Das ist ein bisschen nervig, deswegen müssen wir da entlang springen, denn man hat es vielleicht schon gesehen von da hinten aus. Wer aufmerksam war, da ist ein grüner Edelstein. Ein Smaragd müsste das sein. Das ist doch so, oder? Saphire sind blau normalerweise. Smaragde grün, Rubine sind die roten und Diamanten eben weiß. Okay, hopp. Wunderbar. Gut, dann hätten wir das schon mal geschafft. Hier drin war, glaube ich, genau noch ein Sack Gold. Den nehmen wir natürlich auch mit. Wir wollen ja hier auch alles Gold sammeln. Ja, man kann übrigens da zurückgehen, über den Pass, den wir quasi gekommen sind, durch diese Schlucht durch. Aber wenn wir da durchlaufen, dann kommt, sie verlassen das Missionsgebiet, gehen sie zurück. Sonst werden sie in fünf Sekunden einfach Game Over gehen. Also so ungefähr steht das da. Und deswegen bin ich da gar nicht erst lang gegangen. Ja, hier ist auch noch ein Saphir. Naja, so gut nicht versteckt, aber wenn man hier eilig durchläuft, dann sieht man den natürlich nicht. Ja. So, und jetzt muss ich hier nur rüberkommen über dieses Gerippe, ohne runterzufallen. Ah, guck mal an. Noch mehr Gerippe. Aber die sind nicht so freundlich, uns über sich laufen zu lassen. Die machen aber ziemlich viel Schaden. Hallo? Und irgendwie treffe ich nicht. Naja. So, besiegt. Okay, dann trinken wir mal einen Heiltrank. So, durch die Tür müssen wir, aber... Irgendwie habe ich da noch ein Skelett gehört. Komisch. Aber da werde ich erst gleich durchgehen, denn ich möchte mich erstmal hier auf diesem Plateau, kann man es Plateau nennen? Ist ein bisschen klein für ein Plateau, oder? Auf jeden Fall hier um die Festung herum umsehen, denn, man sieht es schon, wir finden hier noch ein bisschen Gold. So ein paar Goldsäckchen, da hinten ist noch einer. Und vor allem einen Rubin. Jetzt haben wir schon 300 mit dem Sack. 35 Goldstücke von 650. Also schon über die Hälfte. Und wir waren noch nicht mal in der Zitadelle drin. Das ist doch schon mal eine ordentliche Ausbeute, oder? So. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles eingesammelt und nicht irgendwo hinter einem Vorsprung was verpasst. Aber na gut. Tja. Das ist irgendwie so eine richtige Zitadelle für irgendwie so einen bösen Schurken, oder? Mit hier Grippebrücke davor und hier an der Seite so Zacken hier, die da aus der Wand rauskommen. Das Einzige, was fehlt, ist ein großes glühendes Auge, obendrauf. Na gut, dann wollen wir mal die Tür öffnen. Dafür müssen wir hier eine Schalterkombination betätigen. Und jedes Mal, wenn wir einen Schalter drücken... Okay, das ist der falsche. Das ist der richtige. Kommt so ein Skelett. Doll, ne? Keine große Herausforderung für uns. Zumindest nicht mit dem Schwert. Oh. Na komm, stirb. Braves Skelett. Hallo, lass mich da durch. So, jetzt gehen wir hier rein. Und leider ist die Tür versperrt. Wir kommen da nicht durch. Oh, hinter mir ist ja auch ein Skelett. Ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht weiter zurückkomme. Oh, trink schnell. Da sind Assassinen. Toll. Ihr seht, es war jetzt dumm, den Trank zu trinken, denn ich habe genauso viel Leben wieder verloren, wie ich bekommen habe. Mir hilft eigentlich eins am besten, warten, bis die fertig geschossen haben. Und hier runterkommen.
Na komm, die eine können wir schon mal ausschalten. Und die andere ist gerade in ihren Tod gesprungen. Auch gut. So, jetzt schnell einen Heiltrank trinken, bevor wieder irgendwas kommt. Denn die Tür ist immer noch zu. Wir kommen hier noch nicht weiter. Genau, hier fliegt jetzt so ein Alp rum. Ihr seht ihn da. Ich stelle mich schon mal hier hin. Dum-di-dum-di-du. Genau. Das ist nämlich eigentlich ein Erzliech und den möchte ich so schnell wie möglich ausschalten. Oh, noch ein Heiltrank. Vielen Dank. Nehme ich doch gerne. So, was kommt jetzt? Ich hab's doch gehört. Genau, noch ein Alp. Ja, da wird wahrscheinlich auch wieder ein Liech rauskommen. Na komm. Sehr gut. Keinen Schaden genommen durch die Lieche. Das ist auch schon mal gut. Und noch mehr Heiltränke. Und ein Ork-Oberst. Naja. Der stellt keine... Na doch. Der stellt sich sogar relativ gut an. Und noch ein Heiltrank. Ja, wir werden hier mit Heiltränken zugeworfen. Aber das ist auch notwendig bei den Gegnern. Okay, da brauchen wir Schlüssel. Und cool, da habe ich ein geheimes Goldversteck geöffnet. Nicht schlecht. Interessante Architektur. Und vor allem interessante Symbole auf den Wänden. Naja. Oh, noch ein Berserker und... Oh, das klingt wie eine Assassinin. Das klingt nicht nur wie eine Assassinin, das sieht auch wie eine Assassinin aus. Ich hoffe, sie kommt runter. Jawohl. Das war eine dumme Idee von dir, aber mir hilft's. So... Okay, hier müssen wir... Okay, hier kommt was raus. Hier müssen wir aber aufpassen. Ihr seht schon da rechts. Da kommen Speere raus. Wenn wir nicht vorsichtig sind. Okay, wir haben den Arkemor-Schlüssel gefunden. Damit können wir jetzt die Tür aufschließen, die wir gerade gesehen haben. Na, bisher ist es ja keine große Herausforderung, aber man sollte das nicht unterschätzen. Man stirbt hier sehr, sehr leicht. Ich will mal gucken, ob ich das provozieren kann, dass da die Speere rauskommen. Ja, da unten ist noch eine Speerfalle. Naja, egal. Ich will es nicht provozieren. Also ich will keine Lebensenergie verlieren, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal sein. Da kommt doch bestimmt wieder ein Gegner hinter der Tür, oder? Na komm. War doch klar. Wen hat das überrascht? Aber ihr seht einfach, wie krank dieses Schwert ist. Also sieht zum einen nicht nur cool aus mit dem Flammenschweif, den es hinter sich herzieht. Zum anderen macht es auch unglaublich Schaden und steckt die Gegner in Brand. Das ist einfach super. Ich sehe dich. Nee, das ist ein Skelett, oder? Da steht doch irgendwas. Da oben. Oder hängt das? Da oben ist auch eins. Oh. Nein, da hängen einfach Skelette runter. Sehr morbide Dekoration. Interessant. Nein, jetzt habe ich einen... Na, egal. Habe ich einen Magiebolzen verschossen. Okay, der hatte noch Gold. Habe ich gar nicht gesehen. So, und... ja, das wirkt jetzt wahrscheinlich für euch so ein bisschen wie ein Walkthrough bis hierhin. Und zwar habe ich das Ganze schon mal aufgenommen. Schon mehrfach. Ich bin aber immer am Anfang irgendwie gestorben. Dachte mir, ja gut, das lassen wir einfach und fangen nochmal von vorne an. Und dann habe ich bis hierhin gespielt und kam ein Liech und ich hatte so viel Lebensenergie wie jetzt und er hat mich getötet, weil ich nicht aufgepasst habe. Das ging unglaublich schnell, also das ist in den Leveln wirklich nicht zu unterschätzen. Alter Papa, was soll denn das? Wieso? Wieso bin ich tot? Das kann doch einfach, das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Also jetzt habt ihr es mal gesehen, ich hatte fast volle Lebensenergie, der hat irgendwie einen Angriff gemacht und ich war tot. Toll. Egal, ich mache das jetzt nochmal, ich lasse das jetzt einfach so drin und renne jetzt einmal schnell durch. Ihr wisst ja jetzt, was kommt, wo was ist, wir haben uns schön umgeguckt, aber ich habe keine Lust, noch schon wieder von vorne anzufangen. Deswegen hatte der Geld bei sich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Glaub nicht, oder? Der hatte eventuell einen Heiltrank dabei. Das ist ein bisschen schade, aber wir kriegen ja genug hier. Ja, genau. Ich verliere schon wieder Leben wie sonst was. Moment. Ich muss einmal hier hin. So. Heiltrank kann ich später trinken. Wobei, das ist
So ein bisschen wie letzte Worte eines Helden, oder? Ja, Heiltrank kann ich später trinken. Brauche ich jetzt nicht. Ich schaff das auch so. Habe ich jetzt die magischen Bolzen eigentlich bekommen? Jawohl. So. Ach, du bleibst ausnahmsweise mal hier drin. Finde ich in Ordnung. Finde ich voll okay. Ja, Brandpfeile haben wir bekommen. Bringen mir gar nichts, weil ich keinen Bogen habe. So. Ja, hier bin ich übrigens auch schon runtergefallen. In einer Aufnahme. Weil der nicht zurückspringen wollte. Ich habe zwar auf die Leertaste gedrückt, um zu springen. Aber er wollte einfach nicht. Und dann habe ich das geschafft und war hier in der späteren Aufnahme. Beziehungsweise auch in der gleichen Aufnahme tatsächlich. Beziehungsweise sogar dieselbe Aufnahme. Wobei gleiche Aufnahme, selbe Aufnahme, ist egal. Hab dann halt nochmal ein bisschen hingespielt, schnell durch. War dann hier und dachte mir, oh ja, jetzt hatte ich gerade den Instinkt, wie in Tomb Raider, einfach Shift drücken, bis an die Kante zu gehen. Das Blöde ist nur, wenn ich Shift drücke und eine Richtungstaste, läuft er automatisch in die Richtung. Bis ich nochmal in die Richtung drücke. Und ich habe halt Shift und irgendwie seitwärts gedrückt. Und dann ist er halt wieder runtergelaufen. Ohne, dass ich was konnte. Dann bin ich schon wieder gestorben. Also, das war echt nicht schön. In dieser Aufnahme, in diesem Level hier, geht so viel schief. Also, ich schlag drei Kreuze, wenn ich das Ganze geschafft und hinter mir habe. So, jetzt entledigen wir uns erstmal der Skelette. Die erstaunlich viel aushalten. Wobei, wahrscheinlich halten die gar nicht so viel aus. Die blocken einfach nur gut. Naja, egal. So, und dann das gleiche Spiel wie gerade eben. Einmal hier um den Turm herum. Jetzt kann ich auch nochmal genau hinter die Nischen gucken, ob ich da nicht noch doch noch irgendwo ein bisschen Gold vergessen habe. Und ich sehe schon, gleich laufe ich einfach runter, weil ich zu sehr mit den Nischen beschäftigt bin und nicht mehr darauf achte, wo ich genau lang gehe. Kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Das würde zu der Aufnahme definitiv passen. Oder ich komme aus Versehen auf Shift oder so. Naja. Egal. Egal. Wir sind ja gleich wieder da, wo wir aufgehört haben. Wo wir zwangsweise aufgehört haben. Ich glaube, den Nisch muss ich erstmal ein bisschen spawnen lassen. Ich vermute, was er gemacht hat, war die Panikattacke, diesen Schild. Also man kann ja mit dem Zauberstab einen Schild um sich rum machen und den dann so in alle Richtungen explodieren lassen. Das macht ziemlich viel Schaden und ich vermute, das war einfach, was er gemacht hat. Da muss ich mal gucken, dass ich ihn entweder erst ein bisschen Raum lasse, dass er das noch nicht macht, oder dass ich mit dem Schild blocke und nicht sofort angreife. Aber ja, wie ich das mache, muss ich dann mal schauen. So. Du überrascht mich diesmal nicht und ihr könnt erstmal bitte jetzt runterkommen. Also was ich nicht machen werde, ist meine Armbrust rausholen und hochschießen. Das hatte ich nämlich auch in einem Versuch, dass ich dann hier stand und dachte, oh, da sind ja jetzt Assassinen oben. Hole ich mal meine Armbrust raus. Ja, war aber nichts. Ich hatte volle Lebensenergie. Hab meine Armbrust rausgeholt. Und, Moment. Okay, das ging schnell. Jetzt weiß ich zumindest auch, dass sie nichts bei sich haben. Und sobald ich die Armbrust, also ich habe die Armbrust nicht mal rausholen können. Ich habe auf Q gedrückt, um es zu wechseln. Ne? Er hat den Schild weggesteckt. In dem Moment habe ich einen Pfeil gegen den Kopf bekommen, war tot. Volle Lebensenergie, tot. War super. Aber ich will den Level ja schaffen. Ich krieg das auch hin. Irgendwann. Und ihr seht, ich bin halt so oft gestorben, ich wollte euch das nicht alles antun. Deswegen habe ich dann halt nochmal die neue Aufnahme gestartet und naja, jetzt habe ich wenigstens was zum Erzählen. Jetzt kann ich ein paar Anekdoten preisgeben. Ist ja auch nicht so verkehrt. Die Aufnahme wird jetzt wahrscheinlich dafür irgendwie eine Viertelstunde länger dauern, als sie eigentlich müsste, aber was soll's. Die Aufnahmen von den Leveln sind sowieso so lang. So, das wäre geschafft. Du kommst von da, ne? Ach, der Ork-Oberst, ja, der hat mir relativ viel Schaden gemacht. Diesmal nicht. Finde ich gut. Ach ja, das Gold, genau, das nehmen wir auch mit. 10 Heiltränke. Oh nein, Moment, da war ein Assassine, da gehe ich wieder raus. Der Assassine soll schön rund, beziehungsweise die Assassinen. Wir wollen ja hier schön gendern. So, jetzt kann ich einen Heiltrank trinken. Um mal Mark U. Kling zu zitieren, wenn man den Begriff des Gendering kennt, dann ist man bereits Teil des Problems. Irgendwo hat er damit ja recht. So, gehen wir hier oben, damit uns die Stacheln... Hallo? Damit uns die Stacheln nicht treffen und sind natürlich auf den Berserker schon vollstens vorbereitet. So, den Schlüssel... ich sehe gerade jetzt erst, wenn ihr euch mal den Schlüssel genau anguckt,
Also zum einen, also man kann ihn ja oben rechts sehen unter den Heiltränken. Zum... Oh, jetzt haben wir die Speere auch mal ausgelöst. Zum einen hat er so tolle Zacken. Also sieht aus, als könnte man mit dem Schlüssel jemandem ziemlich wehtun. Und zum anderen der Griff des Schlüssels. Das ist genau das gleiche Symbol, mit dem wir auch den Schlüssel im letzten Level zusammengestellt haben. Wo wir die drei Teile finden mussten. Mal schauen, wenn wir ein bisschen aufpassen, dann können wir das Symbol bestimmt auch noch an anderen Stellen finden. So. Freund Nase, komm mal her. Solange du das machst, ist das vollkommen in Ordnung. Warum? Ey, das ist... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was macht ihr denn, dass ich sterbe? Das kann doch nicht euer Ernst... Nö. Ich sehe das gar nicht ein, jetzt nochmal die neue Aufnahme anzufangen. Ich will das jetzt machen. Und wenn die Aufnahme 2 Stunden dauert, dann soll das so sein. Okay. Ja, komm. Nehmen wir nochmal ein bisschen die Armbrust. Gerade eben habe ich mir da zu viel Schaden eingefangen. Und ich glaube, wir können Berserker zumindest gut töten bis hier hinten hin. Gegen Assassinen bringt die Armbrust nicht so viel, weil die viel zu sehr ausweicht. Und wir sie nicht richtig treffen. So. Ja gut, du schießt daneben. Ist gar nicht gut für so eine Elite-Assassinen, wie es da ja steht. Ja komm, schieß einmal. Okay, jetzt hast du wenigstens getroffen, aber hat ja auch nichts gebracht. So. Okay. Oh, ist krass, wie die Pfeile den Schild durchschlagen haben. Ja, die hat so eine magische Armbrust, man merkt's. Uiuiui. Da flog er hin. Ja, ich versuche gerade die Zinne so ein bisschen hier zu nutzen. Als Deckung. Vor der Armbrust, weil die stellt einfach die größte Gefahr dar. Die mit dem Bogen im rechten Außenposten-Ding da. Die mag uns ja nicht angreifen. Ja, seht ihr, ein Pfeil? Ein Pfeil hat uns getroffen und wir haben mal eben die Hälfte der Lebensenergie verloren. Es ist das doch krank. Und ich spiele auf normal, nicht auf schwer. Okay, da haben uns anscheinend doch ein paar mehr Pfeile getroffen. Hallo? Erstmal einen Heiltrank trinken. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das auf schwer ist. Wie frustrierend das sein muss. Hallo? Ja, ist klar. Komm. Erstmal 2 Heiltränke trinken. Irgendwie läuft das gerade nicht so gut. So, hier. Nee, das Gold haben wir schon eingesammelt. Du bist draußen? Ja, du bist draußen. Okay, dann nehmen wir die magischen Bolzen. Und dann kriegst du jetzt einfach einen Bolzen ab. Magische Bolzen von der magischen Armbrust. Das passt doch. Nein. Ich wollte nicht in die Wand schießen. Genau. So. Dann einmal wieder das Gold einsammeln. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Haben wir das nicht heute schon mal erlebt? Hm. Ich weiß auch nicht. Ist bestimmt nur so ein Gefühl. So. Hopp. Jetzt haben die Pfeile auch noch mitgenommen. Schön. Bringt uns nichts. Habe ich da alles eingesammelt? Ja, habe ich. Okay. Dann nehmen wir den Saphir wieder mit. Entledigen uns der Skelette, die hier spawnen. Ich brauche mich nicht mal zu bewegen, die kommen automatisch an. Auch gut. So, dann... Na, wisst ihr was? Wir machen mal ein bisschen Abwechslung. Wir gehen jetzt rechts rum. Anstatt links rum. Na, ist doch auch mal schön. Dann sehen wir mal ein bisschen was anderes. Okay, alles klar. Das haben wir jetzt mitgenommen. Das hier auch. Also, falls euch das hier jetzt langweilig ist, dann könnt ihr einfach vorspulen. Dahin, wo es dann wirklich weitergeht. Ich meine, mit der YouTube-Suchfunktion lässt sich das ja... Also, mit der Suchleiste lässt sich das ja relativ gut machen. Im Gegensatz zu ein paar anderen Videoplayern, die da nicht ganz so cool dran sind. Die dann einen zum Beispiel nur dahin skippen lassen, was bereits geladen wurde. Was natürlich auch super ist. Du willst eigentlich das Ende von dem Video sehen. Und musst warten, bis das gesamte Video geladen ist. Bis du tatsächlich das auch angucken kannst, anklicken kannst, dahin springen kannst. Also Vorspringen ist da nicht bei manchen Playern. Wobei YouTube ist da natürlich... Hat natürlich mittlerweile auch ein paar Sachen, die ziemlich nerven. Okay, wie bist du jetzt gestorben? Hat dich die Tür erschlagen oder wie? Naja. Zum Beispiel, dass dann einfach...
Vor allem, wenn man keine schnelle Internetleitung hat und man eigentlich darauf angewiesen ist, dass das Video buffert, dass man dann einfach wartet und YouTube nur bis zu einem bestimmten Punkt buffert und nicht weiter und nicht das gesamte Video. Und dann kommt man nach einer Stunde wieder. Ja, ja, komm, greif mich an. Weh, du schubst mich runter, ja? Dann gibt's aber hier Schläge. Ja, ich muss ein bisschen Aggression loswerden auf diesen blöden Leech. Ich weiß nicht, wie ich den angreifen soll. Was ich da machen soll. Muss ich die magische Armbrust nehmen oder wie? Das mache ich gleich einfach mal. Aber dann kann ich mich nicht verteidigen und sie schießt die ganze Zeit ihre Projektile auf mich. Das kann doch auch nicht der Sinn sein, oder? Oder ich gehe um die Ecke, dass sie mir hinterherläuft oder so. Vielleicht ist das ein Bug, was weiß ich. Weil ich habe auch nicht gesehen, was mich getötet hat. Ich hatte ja volle Lebensenergie oder fast volle Lebensenergie. Und dann einmal bumm und ich war tot. Ne, toll. Ja komm, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Hopp, hopp, komm. So. Alles klar, von rechts kam der Ork. So, dankeschön. Wow, wir haben auch keinen... Nein, doch, wir haben Heiltränke benutzt, oder? So. Genau, da war wieder die Assassinen. Dum, dum, komm runter. Genau, ich habe es genau gesehen. Oh, warte mal, das Gold. Ja, das nehmen wir gleich mit. So, hallo? Na komm. Du kannst nicht über so eine Platte drüber laufen, ist klar. So. Na, überrascht mich zu sehen. So. Ach ja. Mal schauen, ob wir diesmal weiterkommen. Eigentlich habe ich keine Lust, immer und immer wieder durch dieselben Gänge zu laufen. Ich würde ja schon gerne ein bisschen weiterkommen zumindest. Wenn ich wenigstens an unterschiedlichen Stellen sterben würde, ne? Aber nein. So. Nehmen wir mal die Armbrust. Na komm. Nee, guck mal, wie viel Schaden das macht. Hallo? Hallo? Ja, toll. Was soll denn das? Also, ich mit der Armbrust kann ich nicht dagegen gehen, weil dann schießt sie einfach auf mich und ich bin tot. Und da komme ich nicht mehr mit dem Heiltrank trinken hinterher. Also muss ich doch folglich mit dem Schwert rangehen, weil... Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich eine unfaire Stelle. So, erledigen wir mal wieder den Berserker, weil eigentlich geht es mit dem Schwert schneller, aber da vorne sind mir einfach die Assassinen zu nervig. So, jetzt seht ihr, wenn ich das da mache, dann weicht sie einfach aus. Das bringt nichts. Ja genau, schieß einfach daneben. Ist auch in Ordnung. Okay, sie ist tot. Wunderbar. Dann können wir uns ja jetzt wieder dem Vorposten widmen. Dumpti-dumpti-dum. Ich weiß, dass du da bist. Okay, diesmal wird nicht auf uns geschossen. Interessant. Nutzen wir das doch mal aus. Na, komm her. Na, komm her. Aua. Okay, okay. So, in aller Ruhe da rein. So. Assassine Nummer 1. Gib mir deine Bolzen. Dankeschön. Okay, da ist noch... Moment, da ist auch eine mit Armbrust. Hier sind zwei drin? Wieso sind hier auf einmal zwei drin? Wo kommt denn die zweite her? Hä? Okay. Auch gut. Das Spiel hat sich einfach mal gedacht, jupp, wir machen es jetzt schwerer. Hm. Okay. So, einmal wieder zurück, bitte. Dankeschön. Vielleicht sollte ich einfach einen Speedrun von dem Level machen. Aber es ist dann ein Single-Segment-Speedrun, weil ich einfach nur bis zum einen Segment komme und nicht weiter. Nein. Das eine Skelett hatte doch Gold bei sich. Jetzt ist es da runtergesch... Oh. Ich ziehe das jetzt durch.
ich mache das jetzt so lange, bis ich weiterkomme. Also ich bin jetzt hier runtergesprungen, weil das Skelett hatte Gold bei sich. Nein, nicht Mission beenden. Dum-di-dum-di-du. Okay, okay, okay. Vielleicht sollte ich auch mal den Halbling nehmen. Das bringt mir nur andere Bolzen und sie ist ein bisschen schwächer. Hält nicht so viel aus. Und der Ingenieur hat Bomben, aber hält auch nicht so viel aus. Das bringt mir, glaube ich, alles nichts. Nee. Um was anderes als einen Charakter ohne mit Schild zu nehmen, das bringt sowieso nichts. Okay, versuchen wir weiter mit dem Ritter. Ja, ja, komm. Das will ich gar nicht sehen, das kenne ich doch schon. Lade schneller, bitte. Danke. So. Dann snipern wir mal wieder so ein bisschen. Ich meine, da können wir auch einfach die gleiche Strategie wie vorher benutzen, denn das hat ja wunderbar funktioniert. Wo es dann gescheitert, ist halt bei dem Leech. Ja, du bist die eine oder was weiß ich. So, danke für die Bolzen. Vielen Dank für die Bolzen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Uiuiui. Wieso macht mir das Schaden? Okay, ich muss einmal hier hin, weil... Gründe. Okay, okay. Erstmal, dass du sterben... Bitte, hallo? Lass dich doch treffen, weich nicht aus, du... Na gut. Nur die Ruhe bewahren. Erstmal einen Heiltrank trinken. Oder noch einen. Jetzt ist aber wieder nur ein Assassinen da, ne? Ja. Komisch. So. Ich lasse das jetzt alles auch einfach drin, weil ich glaube, für euch ist das sowieso dann amüsant, die ganzen Tode zu sehen. Ist doch auch mal schön, so ein Frustpart auf meiner Seite. So ein kleines Let's Fail. Vielleicht sollte ich das dann da hinschreiben als Ausnahme. Ja komm, stirbt bitte. Und ihr kommt jetzt hier hin, damit ihr gar nicht erst in Versuchen kommt, runterzuspringen. Jetzt kommt's. Die hatten doch gar kein Gold bei sich. Ich habe das nur falsch... Doch, der hatte Gold bei sich. Okay, hatte ich das doch richtig in Erinnerung. So, wäre das geschafft. Jetzt gehen wir mal wieder links rum. Wir wollen es ja nicht wieder in die Eintönigkeit verfallen lassen. Nehmen wir ein bisschen Gold mit. Und nehmen noch ein bisschen mehr Gold mit, wenn es denn hier kommt. Und weil es so schön ist und wir nicht nur glänzendes Gold haben wollen, nehmen wir noch einen glänzenden Edelstein mit, weil ganz getreu nach dem Spruch, nicht alles ist Gold, was glänzt. Nein, teilweise können es halt auch Edelsteine sein. Mhm. Lebensweisheit mit Superfex. Ich glaube, da sollte ich eine ganze neue Serie draus machen. So, Schalter Nummer 1. Schalter Nummer 2. Schalter Nummer 3. Alles keine Herausforderung. So, noch ein Skelett, komm her. Und das von hinten gleich auch. Okay, das wurde tatsächlich beim letzten Mal von der Tür erschlagen. Das ist natürlich witzig. Ist mir auch so noch nicht passiert. Das wollte ich zwar eigentlich in Kamsara schon machen, wo dann einfach die Tür runterkam, dass ich die Gegner damit erschlagen lasse, aber hier hat es halt auch so funktioniert. Ist ja auch mal schön. Ja, ja, komm, greif mich ruhig an. So, jetzt kann er richtig kämpfen. Dankeschön, den Heiltrank nehme ich schon mal an mich. So, und jetzt heißt es wieder das Wartespiel spielen, bis dieser Alp ankommt und zum Leech wird. Ich meine, vor allem, ich verstehe es nicht. Hier sind zwei Leeche, die ich einfach so ausschalten kann. Ne? Kein Problem, machen nichts. Aber der andere Leech, der tötet mich einfach so. Ich verstehe es wirklich nicht. So, komm, nächster. Na komm. Ja, kommst du jetzt bitte? Dankeschön. So. Da war wieder hier der Ork-Oberst. Na komm.
Achso, da stimmt, da war wieder die Assassinen. Da möchte ich eigentlich ungerne beschossen werden. Deswegen, genau, komm runter. Genau so. So stelle ich mir das vor. Naja, schneller hätte sie sich schon töten können. Aber egal. So, Schlüssel. Berserker. Gold. Alles wie gehabt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Oh, da liegt ja noch ein Heiltrank. Cool, 11 hatten wir auch noch nicht in diesem Let's Play. Also zumindest in diesem Level nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den anderen war, aber ich glaube, wir hatten auch im ganzen Let's Play noch keine 11 Heiltränke. Neuer Rekord hier. So, jetzt trinke ich einen Heiltrank. Jetzt habe ich volles Leben. Und ich würde einfach mal sagen, wenn ich jetzt wieder sterbe, werde ich die Aufnahme einmal abbrechen und beenden. Und lade das Ganze als Outtake-Part hoch. Weil sonst wird wirklich zu lang. Aber ich möchte euch das nicht vorenthalten, wie assi dieses Level einfach ist. Und ich glaube, ich mache diesmal eine neue Taktik. Ich lasse den Leech spawnen und gehe dann direkt hier um die Ecke und lasse ihn hinterherkommen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. So. Okay, 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 okay. Komm her, komm her, komm her. Stopp, 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 nein. Nein. Okay, ich werde sterben. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde die Aufnahme jetzt hier beenden und das als kleinen Outtake-Part hochladen. Und wir sehen uns dann wieder. Ich werde das jetzt offscreen so lange probieren, bis ich diesen blöden Leech ausgeschaltet habe. Die Taktik war ja schon mal gar nicht so schlecht. Also sie hat dann zwar einmal auch hier dieses Boom gemacht. Man hat es diesmal wirklich sehen können, was uns da immer so viel Schaden gemacht hat. Aber leider ja, hat es nicht ganz gereicht, sie zu töten. Es war ziemlich knapp. Ich werde mal versuchen, ob ich das jetzt nochmal hinkriege. Und wenn ja, dann werde ich genau an der Stelle weiter fortsetzen. Müsst ihr nicht nochmal den Anfang sehen. Und dann läuft's hoffentlich besser. Naja, bis dahin, macht's gut.